Hallöchen Leute, hier auch auf YouTube kommen wir zum zweiten Teil dieses Livestreams und wir fangen und machen natürlich gleich sofort weiter mit Shantae and a Half Genie Hero. Speichern wir als erstes natürlich und schauen uns, wie das weiter aussieht. Die rutschige Partie geht weiter. Wow, okay. Ich muss jetzt hier rutschen und darf mich nicht erwischen lassen. Super. Natürlich, ich darf mich wirklich nicht erwischen lassen. Ich bin mal gespannt, was mich hier noch erwartet. Also eine Orange habe ich eingesammelt, alles klar, interessant. Hopp. Oh, noch eine Orange, oh super. Super, jetzt kommen noch Krokodile, das hat mir ja noch gefehlt, die noch Fische schmeißen. Ich mag keine Fische! Also super, wie soll ich jetzt die ganzen Dinger da einsammeln? Oh, super. Jetzt kommen die noch von hinten, jetzt darf ich noch ein bisschen weiter. Ja, super. Ja, das ist, da muss man gerade ein bisschen Timing-Sache ist das, okay. So, super, das war zu früh. Das ist schon eher perfekt. Meine Güte, ey. Das ist jetzt echt schon anspruchsvoll. Also jetzt nicht so ultra anspruchsvoll, aber es geht. So, wupp, na. Weiter geht's in dieser Rutschparty. Oh, verdammt, ich habe die Orange verkackt, aber ich habe die ja noch mitgenommen. Da geht's ein paar Rubine noch und meine Energie schwindet langsam immer mehr. Das gefällt mir sowas von nicht und das darf doch nicht wahr sein. Oh, hässliches Fisch. Ja. Oh, super. Ja, und damit sind wir Game Over. Wow. Unfassbar. Ja, es ist schon eine anspruchsvolle Party hier gerade. Und nicht ohne. So, jetzt weiß man wenigstens, was ich ein bisschen machen muss oder erstmal mich erwarten tut. Aber ich habe schon einen Haufen Rubin eigentlich eingesammelt, ja? Super. Ah, die Orange habe ich nicht bekommen. Warte, eigentlich habe ich ja eigentlich auch zum Heilen. Volle Vitamine stellt ein bisschen Gesundheit wieder her. Das ist doch optimal. Eigentlich kann ich mich dann bestimmt auch jetzt hier heilen. Ne? Das hätte ich eigentlich schon vorher machen müssen. Ne? Super. Das läuft gerade nicht so gut. Aber deswegen ist es eingenommen. Sehr gut. Oh, super. Ah, sauber. Sauer die Haare geschnitten. Gut. Gut. Ah, verdammt. Wenigstens die Rubine mitnehmen. Die Orange ist jetzt mal dahin, ne? Scheiße. Oh, verdammt. Verarsch mich jetzt? Von vorne? What the fuck? Okay, ich meine, wir haben ja wenigstens Rubin, aber man ist einmal runtergefallen und dann geht die scheiße Ding. Also das ist ja echt dreist gerade. Ich meine, dafür haben wir aber alle Rubine. Keine Rubine verloren. Aber man darf echt nicht runterfallen. Das ist hier echt krass. Und ich weiß ja nicht, wie weit wir waren. Na scheiße. Super, die eine Orange habe ich jetzt auch wieder verpasst. So, jetzt kommen wieder die Dinger. Super. Sauber. Ja. Eigentlich für mich vorteilhaft, weil kann ich gleich das Upgrade eigentlich nochmal holen. Aber ich brauche die nächste Energie gleich wieder. Ne, komm, ich warte noch ein bisschen. Einmal, nochmal und nochmal. So, aber jetzt gehe ich zurück, genau. Bevor wir dann wieder runterfallen. So, jetzt hole ich mir Energie. Okay, ein komplettes Herz kriege ich im Nachhinein. Nein. Wow, yes, Maria, Josef, ey. Heilige Gottes, alter Walter. Das ist jetzt unfair und ich fresse lieber. Meine Güte, war das knapp.
Das war hier echt gerade unfair. Wow. Wow, das war echt eine anspruchsvolle Passage gerade. Also die hat's echt in sich gehabt. Die war echt gut. Oh. Und da ist Bolo. Bolo, hör auf, herumzualbern. Stimmt. Das waren die verschwundenen Mädchen, aber jetzt sind sie gefälschte Meerjungfrauen. Siehst du nicht, was hier los ist? Jemand verwandelt ganz normale Mädchen in falsche Meerjungfrauen. Fälschungen. Ich muss mich übergeben. Das ist egal, okay? Gefälschte Meerjungfrauen werden als in Dosen verpackt, schwimmen diese Rutsche entlang und landen dann hier. Aber warum? Und wer steckt hinter all dem her? Techno Baron? Schon wieder verzählt. Wer stört da meine Konzentration? Das war ich. Ich habe deine Meerjungfrauenfabrik und die gefälschte Meerjungfrauen gesehen. Und jetzt werfe ich dich in den Fluss, genau wie deine riesige Dosen. Und die werfe ich dich übrigens auch. Wie bist du an meine Technogrunts vorbeigekommen? Egal, diesen Ort wirst du niemals lebend verlassen. Freu dich drauf, jetzt bei den Fischen zu schlafen. Oh Jesus Maria, jetzt kommt schon ein Boss wieder. Oh Jesus. Alter Falter. Riese Meerjungfrau, heilige Makrele. Kein Wunder, dass sie Meerjungfrauen angreifen. Er hält ihre Königin gefangen. Ich muss sie befreien. Giga Meerjungfrau, die bezauberte Gefangene. Oh ja, mit den Riesenmol. Ah, verdammt. Okay, ich frage mich gerade, wie man das macht am besten. Achso, alles klar, ich habe verstanden. Okay, das ist bitter. Okay, Glück gehabt. Alles klar, ich habe es verstanden, was ich machen muss, teilweise. Ja. Sehr gut. Komm. Verdammt. Hey, warum greifst du mich an? Wieso? Ich versuche dich hier irgendwie zu befreien und die greift mich an. Sehr gut. Komm hoch. Auf, auf. Sehr gut. Wow. Das war knapp. Das war verdammt knapp. So. Ja, gut, dass ich noch ein bisschen die Energie in Acht gehabt habe. So. Na, ist scheiße. Verdammt. Komm schon. Ah, verdammt! Jetzt habe ich es total verharzt. Komm schon hoch. Verdammt, komm. Komm. Verdammt! Das darf doch nicht wahr sein. Kacke. Na. Yes, geht doch! Boah, was? Meine Güte, ey. Das war schon ein bisschen anspruchsvoll. Boah, du bist jetzt in Sicherheit. Oha, das sieht wütend aus. Oh Jesus Maria, jetzt darf ich doch gegen sie kämpfen, normal. Boah, das ist unfair. Warum bitte? Warum? Was habe ich dir getan? Ich habe dich schon befreit. Scheiße! Ha! Fuck. Okay. Also das ist schon ein anspruchsvoller Boss. Und nicht ohne. So. Schade, dass... Doch, das kann man überspringen mit Start. Das ist schon mal positiv. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, wie man das jetzt ein bisschen vorantreibt. Ja. Wow. Das ist jetzt unfair.
Komm. So. So, jetzt. Gut, 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 gut. Ich hab's. Komm, komm, schneller, 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 schneller. Ich hab's. Das geht schneller als erwartet jetzt. Sehr gut. Die erste Lok ist fertig. Nein, 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 nein. Schneller. Oh, super. So, hab ich noch alles? Ja, ich hab teilweise noch alles. Ja, ja, das ist jetzt echt unfair. Komm, komm. Ja. Sehr gut. Dann kommen wir schon zur zweiten Metamorphose jetzt. So. Gut, das heißt jetzt ausweichen, ausweichen, ausweichen. Mehr bringt's mir eher erstmal nichts. Sonst kriegen wir so richtig eine auf den Deckel und das darf ja auch nicht wahr sein, oder? So. Sehr gut. Sehr gut, ja, super. Einmal. Das ist nicht viel. Was an Schaden ich hier machen kann. Oh, verdammt, verdammt. Boah, Glück gehabt. Oh, super. Ach, super. Ey, das ist unfair. Gerade gewesen. Okay, da muss ich etwas futtern. Bevor es in die Hose geht. Verdammt, schade, dass ich dich nicht gekriegt habe gerade. Komm. Verdammt. Scheiße. Also sie ist echt nicht ohne. Also sie hat echt anspruchsvoll. Ich weiß halt auch nicht, wie oft ich sie treffen darf. Das ist mein Problem. Super, das hat mir hier. Das hat mir hier gefällt, dass ich dich hier treffe. Missvieh. Okay. Ich hoffe, dass ich dich nicht so oft treffen muss, ey, weil sonst ist es ärgerlich. Weil ich kann dir nicht wirklich was abziehen, Kleine. Oder, ja. Heilige Makrele, große. Achso, okay. Ah, scheiße. Ja, super. Sehr schön. Ach, den Boss habe ich aber auch zwei Anläufe gebraucht. Schade drum, ne? Krankes Monster. Du hast gefälschte Meerjungfrauen verkauft als Dosenfutter für Monster. Hm, hey, wir müssen auch was essen. Die Nachfrage war groß und das Angebot gering. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Hm, hätte ich diese Chance etwa nicht nutzen sollen? Ich bekam so viele Bestellungen, dass ich am Ende keine echten Meerjungfrauen mehr beübrigt hatte. Ich musste noch ein paar Beaver-Produkte ausliefern, um den Engpass zu überbrücken. Das ist alles. Es ist einfach nur ein gutes Geschäft. Ich überlasse dir das Geschäft. Und weg mit dem hässlichen Krokodil. Sieht so aus, als wären es nicht die Meerjungfrauen, die dahinter stecken. Oh, ich schätze, ich schulde euch Damen eine Entschuldigung. Es war falsch von mir, voreilige Schlüsse zu ziehen. Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an. Entschuldigung, angenommen. But. Ich habe mit ihm geredet, nicht mit dir. Wie auch immer, ich hoffe, wir können von nun an Freunde sein. Bringen wir die Mädchen wieder nach Hause. Alles klar. So. Kann man mit denen reden? Nein. Und irgendwas gibt's auch nichts Besonderes. Schade. Well, clean, grausam, gemein und eingebildet, ja. Es wäre schön gut, wenn man jetzt ein Herz finden würde wieder, hä?
Aber naja. Tochter der Genies, willkommen im Genie-Reich. Nimm diese Verwandlung und trete ins Licht. So, ich kann dann bestimmt... Das war, du hast Krabbentanz gelernt. So, das heißt, ich kann jetzt zur Krabbe werden. Benutze die Fähigkeit und natürlich, um eine Krabbe zu werden. Sehr schön. Okay. Interessant. Also man kann sich jetzt unter Wasser bewegen. Aber jo, man kann sich bewegen, man kann laufen unter Wasser, alles klar. Ob es jetzt ein sinnvolles Upgrade ist, ist die andere Frage. So. Ich bin froh, dass du die Sache wieder in Ordnung bringen konntest. Jupp. Alle Mädchen wurden sicher nach Hause gebracht. Das gleiche gilt auch für die Meerjungfrauen, vergiss das nicht. Also, wie geht es mit deinem Dynamo voran, Onkel? Nun, ich habe alle wesentlichen Ersatzteile. Aber dem Bauplan zufolge fehlen mir noch immer 4 Bauteile, angefangen mit den Kupferdrähten. Ich kann das Kabel zwar selbst herstellen, aber dazu benötige ich ein Stück Kupfererz. Kein Problem, ich finde das Kupfererz für dich, Onkel. Gutes Mädchen. Aber wo kann ich Kupfererz finden? Das ist halt jetzt die nächste Frage dann, hä? Immer wenn ich mich verloren fühle oder durcheinander bin, besuche ich die Lady des Badenhauses. Mhm. Gut, aber erstmal holen wir uns Upgrades jetzt, dass wir mehr Schaden machen. Das ist eigentlich das Wichtige. Oh, was geht hier ab? Wird hier auch Medizin für Vögel verkauft? Mein Haustier McBagley hat Magenschmerzen, wenn ich ihm noch nur ein paar Samen geben könnte. Ja, die habe ich leider nicht. Das sind wieder so Sidequests. So, da. Super Anziehung. Und da wäre natürlich die beste Möglichkeit. Aber ich... Oh, Bikini erhöht den erlittenen Schaden um die Hälfte. Oh, das ist halt eher... Ja, komm, wir machen's, weil es eigentlich ein sehr gutes Angebot ist. Super Safte, erhöht Peitschengeschwindigkeit, erhöht den verursachten Schaden. Ich denke mal, das wäre Tanz um die Tisch an einen bereits abgeschlossenen Abschnitt innerhalb einer Welt zu teleportieren. Nee, ich mach lieber das hier jetzt. So. Haben eigentlich schon fast, wenn immer so will, das Upgrade, komplett. Danke für deinen Einkauf. Ja, kein Ding. So, muss ich das alles anziehen noch? So, Shampoo, ja, das habe ich ja ausgezogen. Genau, das ist gleich an. Wunderbrecht ist, Schlüsselgegenstände, alles klärchen. Wunderbar, so. Wunderbrecht, so, gibt's da was Neues? So, gucken wir mal. So, oh, der ist auch. Achso, das war ja die Kunstgalerie, genau. So, muss man jetzt mal wieder gucken, was es uns noch so gibt. So. Da können wir noch kaputt machen. Was gibt's sonst so? Da gibt's gar nichts. So, Badehaus. Aber ich glaube, im Badehaus werden wir jetzt nichts finden. Nein. So, Itemladen war mir gerade. Kunstgalerie. Das ist jetzt blöd. Wo können wir jetzt Erz finden? Aber ich habe eine andere Idee noch. Ich will nochmal... Oh, wer bist denn du? Ich habe gerade das Spa besucht. Was war das für ein Chaos? Ein Ort, an dem man den Körper entspannen kann, während man sich im Schloss des Luxus gekriegt. Nichts für mich. Nein, Sir. Stärke muss durch eine strikte Ernährung und hartes Training verdient werden. Ich brauche Proteine. Nur das Ei eines Monsters kann meinen Hunger stillen. Okay, alles klar, dann wissen wir Bescheid, was da so. Wenn du eine Kupfermünze in die Luft wirfst, wird irgendein verrückter Vogel abschießen und sie fressen. Dein Trick muss ich heute schon 10-mal ausprobieren haben. Okay, was geht da ja bei ihr? So, Köchin gesagt. Ah, doch, ich habe bei dir. Hast du die Köchin drüben auf der Hauptseite getroffen? Sie ist so eine Klasse. Ja, okay, das habe ich eigentlich. So, was kann ich bei dir? Ja, das habe ich auch schon alles gemacht. Keine Sorge. Aber trotzdem, ach, guck mal, da ist eine kleine. Du meine Güte, ich dachte, das hier wäre ein Süßigkeitenland, aber diese ganzen Eier sind voller blöder Vögel. Ich wurde ein Jahresgehalt gegen ein einziges Stück gesalztes Karamell eintauschen. Ja, habe ich. Oh, du hast gesalztes Karamell? Hm, ist das für mich? Greif zu. So, wir haben das abgegeben. Oh, danke schön. Ging so, würde ich dir gerne ein Jahresgehalt geben. Vogelfutter, alles klar, ja, ja, alles klar, alles klar. Vogelfutter, ich werde in Vogelfutter bezahlt, ziemlich blöd, ich weiß. Alles klar, dann wissen wir ja eigentlich
dass wir jetzt hier in den Itemladen müssen und eigentlich das Vogelfutter bei ihm abgeben, du? Zum, ja. Vogelfutter abgegeben, was bekommen wir von dem? Ich werde es wohl ausprobieren. Mr. Becklin, frisst dein nächstes Arm. Es passiert etwas. Er ist ja, warte, nein. Ja. Er war mit diesem Ei verstopft. Das bedeutet wohl, dass du ein Mrs. Becklin bist. Hier, halt das mal. So, da haben wir ein... Nein, du hast ein Kupfererz bekommen. Sehr gut. Dieses Ei sieht wirklich merkwürdig aus. Mikael, was hast du bloß gefressen? Alles klar, wir haben natürlich die Minerale bekommen. Wunderprächtig. Aber trotzdem, bevor wir natürlich jetzt das beim Onkelchen abgeben, will ich trotzdem jetzt kurz zum Anfang nochmal fliegen. Oder sag mal, was heißt zum Anfang? So. Nicht hier. Hier. Ich will einfach versuchen, ob es mir möglich jetzt ist, gleich dorthin zu gehen, wenn ich jetzt mich als Krabbe verwandle. Jo, speichern wir mal ab. So. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich mich hier jetzt schon als Krabbe verwandle? Jetzt, das sieht doch mal interessant aus. Guck mal. Versunkene Seele gefunden. Sehr schön. Wow, was war denn das? Ein Monster-Ei erhalten. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das Ei kann ich vielleicht abgeben. Bei dem einen, wo Protein will. So, da geht's auch runter. Verdammt, nein. So, da ist noch, nehme ich noch eine Seele, wie ihr gesehen habt. Oh, verdammt. So. Sauber. Aber es bringt mir hier nicht viel, ne? So. Okay. So, komm. Das ist blöd. Mir fehlt halt irgendwie ein Sprung. Da können wir aber auch noch ein Monster-Ei bekommen. So. Es juckt mir in der Nase langsam gerade. Super, da komme ich jetzt nicht hoch, ne? Schade. Fehlt mir halt ein Upgrade, dass ich da hochkomme. Schade, Leute. Ich komme da nicht hoch. Das kannst du das können wir verharzen. Schade, ich wäre schon gern jetzt da hochgegangen. Aber leider ohne das Upgrade kann man es wirklich verharzen. Das bringt uns nämlich gar nichts. Nein, ich will gar nichts werden gerade. Ich will nur dich Monster-Ei wegmachen. Sehr schön. Noch ein Monster-Ei, wunderbar. So, jetzt noch dich hier. Sehr gut. So. Aber jetzt muss da was passieren. So, jetzt gehen wir mal da runter. Ob es da was gibt. Wow. Nein, da gibt's nichts. Okay. Das heißt, ich komme wieder vorne raus. Alles klar. Blöd, blöd, blöd. So. Gut, dann tue ich mich gleich jetzt von Anfang an wieder wählen. Aber die nehme ich noch mit. Da ist halt ein Upgrade und das ärgert mich halt, dass ich das Upgrade nicht mitnehmen kann. Aber das will ich trotzdem mitnehmen, da drüben. Oh, Jesus, mal hier. Mach mal harder. So, nehmen wir noch das Monster-Ei mit, genau. Sehr schön. Wunderprächtig, wunderbar, wunderbar. So, wenn ich jetzt hier noch das da drüben mitnehme, dann war's das. Dann nehmen wir noch noch ein Monster-Ei mit, aber hopp. Wunderbar. So, dann gehe ich jetzt da drauf und jetzt rufe ich mal die gute Ding. Sehr schön. Mal gucken, ob wir eigentlich jetzt dieses Monster abgeben können, da. Wäre eigentlich nicht von Vorteil, wäre schon von Vorteil, wenn es möglich wäre. So, kann man bei dir. Oh! Das ist ein Monster für mich, ja. Nimm's.
Was gibst du uns? Gib mir ein Herz her. Super. Eine Festung wird Stein für Stein gebaut. Das gleiche gilt auch für den Körper. Vergiss das nicht. Hier, eine Belohnung für deine Mühe. Dein Herzhalter. Du hast einen Herzhalter. Das brauche ich nicht. Herzhalter. Ja, wir haben ein neues Herz. Wir haben noch ein Herz bekommen. Sau gut. Yes, das hat doch, weiß ich, doch gelohnt, ihm das Ding zu geben, das Ei. Wunderprächtig, Leute. Wunderbar. Nein, interessiert mich gerade nicht. Ich bin echt gerade eher was anderes begeistert, dass ich das sofort speichern muss. Sehr gut. Läuft doch alles. So, dann gehen wir in die Werkstatt rein. Da geben wir das. Oh, schon nie welche Anzeige von diesem Kupfererz. Oh, ist das für mich? Natürlich. Du hast das Kupfererz abgegeben. Oh, perfekt. Das kann ich verwenden, um meinen Kupferdraht zu machen. Laut Blau gehört es genau. Dahin. Dort rein. Oh, es geht gut voran. Vielen Dank. Kein Problem, Onkel. Onkel, hilf mir mal auf die Sprünge. Wer ist Onkel? Oh Mann, das muss das Alter sein. Onkel ist zwar manchmal ein bisschen verwirrt, aber nicht so. Onkel, warum erinnerst du dich nicht an mich? Hast du irgendeine Idee, was mit ihm nicht stimmt, Bolo? Wer ist Bolo? Oh nein, nicht du auch noch. Es sieht so aus, als hätten sie ihr Gedächtnis verloren. Ich hole bessere Hilfe. Das ist eine bittere Aktion. Aber wo? Was? Bist du? Niemand hat seine Erinnerungen. Ich kann die rohe Gewalt spüren, in diesem Monster innewohnt. Okay. Wer bin ich? Was? Oh nein, nicht Sky, nicht auch noch sie. Warum kannst du dich nicht erinnern? Gehen wir irgendwo hin? Ja. Okay, steig auf. Das ist blöd, aber wo sollen wir dann hingehen? Wenn du dich nicht mehr erinnern tust. So, da gibt's eigentlich gar nichts, ja? Das ist das Blöde. Gucken wir mal, dass wir hier an den Anfang gehen. Ich will noch mal kurz gucken, ob ich vielleicht was entdecken tue. Man weiß ja nie, hä? Vielleicht findet man was. Generell, weil man ja am Anfang hier ja dann jetzt runtergehen kann. Als Krabbe. Aber ich finde es witzig, dass Tinkerbats hier noch rumeiern. So, das war's mit euch. Genau, da will ich nämlich runter als Krabbe. So, das sieht schon mal... Ja, super. Da geht's rein. Sauber. Die Hoa geschnitten. Da geht's rein. Hab ich's mir fast gedacht. Da gibt's sogar was. Was bekommen wir hier? Yes! Ein neuer Herzhalter. Wunderbar. Das geht ja jetzt voran, ne? Jetzt haben wir schon 4 Herzen, ne? Sehr schön. Lieber doch nochmal gekommen, hat man was gefunden. Oh, scheiße, das ging in die Hose, das war wohl. Ja, ich weiß, ich kann eigentlich als Krabbe nicht viel gegen dich anhalten. Was jetzt hier hoch? Nein, warum kann ich gerade nicht hochspringen? Was geht jetzt ab? Ich komme nicht so wirklich hoch. So, das finde ich jetzt komisch. Verdammt, warum kann ich da nichts machen? Okay, der macht mir keinen Schaden, das ist egal, aber ich komme nicht mehr hoch. Jetzt bin ich hoch. Nein. Was? Ah, scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Nein, das war zu früh. Komm, verpiss dich. Yes, jetzt sind wir oben. Wunderbar. Komm, hallo? Ja, also, das hat aber lange gedauert, bis das geklappt hat mit dem Zurückverwandeln. Grad. Aber da können wir jetzt noch weiter gucken, was wir noch hier finden. Vielleicht finden wir ja noch was. Ich meine, wir müssen ja eh erstmal herausfinden, wo uns der Weg überhaupt hinführt erstmal.
Aber ich finde es echt gut, dass wir jetzt noch ein Ding gefunden haben. So, sehr gut. Das war's mit dir. 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 Wunderbar. So, irgendwo war doch hier noch Wasser bestimmt zum Runtergehen. 100%. Da. Haben wir doch nochmal Wasser. Sehr schön. Wo geht's da hin? Ah, da. Röhre. Boah, das war knapp. Ach, da haben wir was. Sehr gut. Ein neues Geheimgang. Verdammt, komm jetzt. Sehr gut. So, was finden wir hier? Du hast ein grüner Stein. Was soll das bitte sein? Grüner Stein. Grüner Stein. Peitsche grüne Edelsteine, um sie in Magie umzuwandeln. Oho. Verstehe ich jetzt nicht. Achso. Stimmt, ich muss ja wieder als Krabbe rein. Schade, dass man sich jetzt nicht einfach zurückverwandeln kann. Wäre ja eigentlich wirklich von Vorteil. Fischi will mich futtern. Das war echt gemein mit dem Fischi gerade. Weiter geht's. Sehr schön. Ach, da geht's auch noch runter. Das sieht man, man findet eigentlich jetzt schon ratzefatze viel. Ne? Aber das, da fehlt mir jetzt gerade der Ding, der Sprung. Irgendwas kann man bestimmt noch als Krabbe lernen, 100%. Wo man dann höher springen kann. Weil das geht jetzt gerade echt gar nicht. Schade. Hätten wir bestimmt noch hier so ein kleines Upgrade gefunden. Wäre echt geil gewesen. Schade drum. Oh jo, gibt's Schlimmeres. So, weiter geht's. Komm. Das war's mit dir. Jetzt gibt's hier noch ein schöner Rubin für mich. Oder für uns natürlich. So, nochmal Krabbe. Okay. Alles klar. Also hier ist Verarsche. Das ist Verarsche-Komplott hier. Komm weg, weg mit dir. Sehr schön. So. Ja, da ist gar nichts. Das ist einfach nur Verarsche hier. Und hoch mit dir. Wunderbar. Zack, zack. Sehr schön. Komm. Vor. Und ab. Na. Lass es mal stecken, ey. Die ganze Scharade, so. Speichern für die kleinen Fortschritte, wo wir alles jetzt gefunden haben. Gut. Was gibt's hier noch? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier noch viel finden werden, ne? So, nee. Ich werde jetzt erstmal wieder zurück zur Stadt gehen. So. Ich denke mal, das reicht erstmal, was wir hier jetzt gefunden haben als erstes. So, speichern wir. Dann hole ich mir noch das nochmal Maxi Tembo für unser Haarpracht. Wäre ja nicht verkehrt, wenn man so überlegt. Lieber hole ich mir erstmal schnell, dass wir mehr Tempo haben mit Haare und mehr Schaden machen, bevor ich mich drum kümmere. Jetzt weiß ich gerade echt nicht mehr, was ich sagen wollte. Bevor ich mich natürlich drum kümmere, mich um Magie und so weiter und so fort. Weil man kann hier Magie erlernen. Stumpfpuff. Nee, das jetzt meine ich jetzt nicht. So, das mit Rumon. Erhöhe die Geschwindigkeit der Dinger. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt, ja? Das meine ich zum Beispiel, dass ich das kaufe. Super sanfte Peitschgeschwindigkeit und dafür 300 fehlt mir. Warp Dance. So. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt, ja? So, erstmal das hier. Dann holen wir das Metronom. Und dann als nächstes werde ich auf jeden Fall diese Warp-Tanz mir holen. Der wäre auch nicht schlecht. Ah. Das ist schon fuchsig schneller wie vorher. Gut, jetzt müssen wir nur wissen, was hier passiert ist jetzt wirklich. Ja?
Wollte dich unbedingt sehen, kann mich aber nicht an den Code erinnern. Sprich besser mit ihm selbst. Alles klar, dann gehen wir mal zum Bürgermeister. Da ist bestimmt die Sache, was wir als nächstes machen müssen. Der Unnase. Bürgermeister Scuttlebutt, warum laufen Sie durch die Straße? Die Straßen? Und wo ist Ihr neuer Schutz-Genie? Ah ja, holy ho, ich sag, ich muss hier weg. Irgendwohin? Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Die Hälfte der Leute in Scuttletown haben Amnesie. Du weißt wirklich nicht, wo sie hin ist? Ich kann mich nicht erinnern. Was ist das in Ihrer Hand, Bürgermeister? Du hast die Karte von Tasseltown. Alles klar. Eine Karte nach Tasseltown. Also, da ist sie hin verschwunden. Halten Sie durch, Bürgermeister, ich hole Hilfe. Mann, diese Karte zeige ich besser Sky. Ja, dann gehen wir mal zu Sky. So, da ist Skys Brüderei. So, Sky, wer bin ich? Sky, reiß dich zusammen. Du musst mich mal nach Tasseltown bringen. Tasseltown? Vergiss es einfach. Sag mir einfach, dass ich aufsteigen soll, wo ich... So wie immer. Bist du bereit, loszufliegen? Okay, ich steig auf. Dann geht's ab nach Tasseltown und gleich mit zwei mehreren Herzcontainern, meine Freunde. Das ist doch was Cooles. Und dies ist natürlich in der Wüste. Yeah. So, gucken wir mal. Da haben wir eins von zwei sogar. Okay, da finden wir zwei Herzcontainer. Da natürlich nur einer. Scuttletown werden wir bestimmt auch noch ein bisschen was finden. So, da muss man natürlich auch noch was finden. Aber erstmal geht's nach Tasseltown. Alles klar. Sky, bist du sicher, dass das der Ort ist, von dem mir der Bürgermeister erzählt hat? Bürgermeister? Wenn das Tasseltown ist, dann hat es schon bessere Zeiten gesehen. Es wurde zerstört vor Jahrhunderten. Wer hat das gesagt? Oh, Holly. You again. Du schon wieder. Was machst du überhaupt hier? Hey, schnaub, mein Job. Jeder in Scuttletown leidet unter Gedächtnisverlust. Offensichtlich, deswegen hat mich der Bürgermeister extra hierher geschickt, um nachzuforschen. Ich bin schließlich der Genie der Stadt. Wenn wir zusammenarbeiten würden, könnten wir vielleicht... Wie traurig. Wenn du deinen Job unbedingt zurückhaben willst, warum holst du dich dann nicht beim Bürgermeister aus? Das kann ich nicht. Er leidet auch unter Gedächtnisverlust. Dann tu uns allen einen Gefallen. Nimm deinen hohlköpfigen Freund mit und verschwinde hier. Irgendwas führt sie im Schilde und ich werde herausfinden, was. Sky, du bleibst hier, während ich mich umschaue. Ja, dann schauen wir uns mal um hier in der Wüste der Unerträglichkeit. Einmal tanzi und wackeli die Hüftli. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ein Gegner jetzt. Okay, alles klar. Sehr schön. Also mir gefällt es, dass wir jetzt schon zwei neue Container haben. Und was mir am meisten noch schmeckt, ist einfach auch super. Natürlich, dass wir die Hälfte der Energie schon mal haben. Das ist auch wunderbar. Nicht nur das, was wunderbar ist. Natürlich machen wir auch schon mal mehr Schaden. Ein Upgrade haben wir eigentlich nur noch dazu, wenn ich ehrlich bin. So, das haben wir auch. Wunderbar, super. Ah, verdammt. Sehr gut. Okay, da muss ich... nee. Komm. Nein. Verkehrt. Ja, komm ich zu dir noch? Super. Hat mir jetzt echt gefehlt, euch. Alles so, jetzt aber. So. Alles klar. Da gehen wir erstmal als Krabbe runter, um zu schauen, was wir hier unten finden. Okay, da haben wir schon mal eine neue versunkene Seele. 2 von 10. Oh, Jesus Maria. Das hat mir jetzt gefehlt. Oh, Gott sei Dank. Okay, ah, super. Aber er zieht mir mal nichts ab. Das ist schon mal wunderprächtig. Okay, da hoch. Wunderbar. Das läuft doch alles wie geschmiert bis jetzt. Sehr gut, okay. Ah, ich hasse es. Sehr gut, das war's mit dir. Ah, super.
Okay, da geht's wieder runter als Krabbe. Okay, zack. Erstmal. Okay, so, darüber. Komm, lass mich was da drin finden. Und nicht umsonst hier reinbuddeln. Natürlich muss ich erstmal da hoch und springen dann. Sehr gut. Dann rüberschweben. Wunderprächtig. Boah, sehr schön. Ah, verdammt. Das war jetzt nicht so geplant. Boah. Was geht jetzt für ein Film ab? Das ist ja echt unfassbar. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, gut zu wissen. Schade, dass ich jetzt nicht rennen kann. Das ist eigentlich der einzigste Nachteil von mir, was ich gerade besitze, ist, dass ich nicht rennen kann. Also da kann ich ja nicht hoch. Also war es wirklich so gedacht, dass ich erstmal so rum muss. Gut. Alles klar, dann muss ich erstmal da rüber. So. Das war's mit dir. Sehr gut. Okay, immer wieder hoch. Okay. Schnell das. Nein. Ach, scheiße. Muss ich mich schnell beeilen, da rüber zu kommen. Genau. Sehr gut, das war's mit dir. Komm, lass mich rüber. Danke. Okay, erstmal warten wieder. Ja, da. Ach, super. Da hat man nicht viel Zeit. So, dann hat man das noch, den Rubin geholt. Sehr gut. Schnell rüber. Und warten. Lieber warten wieder. Das. Ah, okay. Das habe ich fast geschafft. Sehr gut. Ja. Wunderbar. Aber eigentlich will ich ja noch die Gegner holen, ne? Das sind nämlich geschenkt. Das ist geschenkt. Gut. So, alles klar. Ich muss sie noch eigentlich weiter vorschieben. Verstanden. So, sehr gut. Sehr schön. Ah, jetzt habe ich ihn dahin gebracht, wo er eigentlich sein soll. Sehr gut. Komm, komm. Sehr schön. Okay, das war's mit dem offiziellen Herz. So, andere Seite. Sehr gut. Komm. Gott sei Dank noch rübergekommen. Also ich habe schon Angst gehabt, dass ich da nicht rüberkomme. Schön. Da. Oh, nein, das wird nichts. Da war ich zu langsam. Und jetzt, komm. Oh, okay. Boah. Boah. Nein. Okay. Das ist jetzt unfair. Komm. Ah, verdammt. Ja, jetzt reicht's. Yes, ich hab's. Um gerade so hier durchzugehen. Okay. What the fuck? Das ist ja echt eine dreiste Sache. Was ist das jetzt hier mit... Ah, ich glaube, ja, jetzt war es das mit der Ding. Hoffe ich zumindest mal. Sehr gut. Ja, anscheinend war es so.
Puh, bis jetzt, ey, schon ein anspruchsvolles Spiel, aber es gefällt mir auf jeden Fall. So Leute, ich würde auch sagen, hier werde ich auch die YouTube-Aufnahme beenden und sag mal, das war heute genug für Shantae and the Pirate's Curse. Ich verabschiede mich hiermit von YouTube. Euer Davy, bis nächsten Mittwoch. Tschüssi. Koski.